Nein, aber ich wohne in einem. Ja, lange her. Genossenschaft. Bring mich mal drauf. Geschäftsform, ja. Genossenschaft. Ich weiß es gerade nicht. Nein. Nein? Das ist ein schweizerisches Modell oder irgendwie, ja. Wie zum Beispiel Aktiengesellschaft oder GmbH. Die sind nicht gewinnorientiert und sind eher so ein bisschen solidarisch und ja. Eine Genossenschaft? Keine Ahnung. Also in einem Quartier gibt es keine Ahnung. Ich glaube, eine Genossenschaft ist so wie eine Art Kooperation. Ein Verband von Leuten, die eine gleiche Zielsetzung haben oder sowas. Nein. Oh, scheiße. Genossenschaft. Keine Schweizer Genossenschaft oder so. Keine Ahnung. Das nehme ich an, das kann man so in Sinn. Das ist gemäß Obligationen eine recht spezifische Gesellschaftsform. Mit einem Genossenschaftskapital. Auf der anderen Seite wird die Genossenschaft häufiger gestellt, wenn man wenig Kapital zur Verfügung hat und verschiedene Leute, die gleichberechtigt die Gesellschaft einführen. Es ist eine Versammlung von. Also ein Ding. Für unentgeltliche Zwecke. Also eine Firma mit unentgeltlichen Zwecken untereinander. Ja, das ist schwierig. Also, ich glaube, Coop und Migros sind eine Genossenschaft, die sich einfach zusammenschließen und sie schauen eigentlich, dass Arbeiter oder ja, die Mitarbeiter sie schauen nicht, dass sie möglichst viel profitieren, sondern eben, dass es allen gut geht. Und dann haben sie zum Beispiel glaub, auch so günstige Häuser oder so. Gut, eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von natürlichen und juristischen Personen, die gemeinsam sich betätigen für einen Zweck. Es ist eine Selbsthilfeorganisation, es ist eine Selbstverantwortungsorganisation und eine Selbstverwaltungsorganisation. Es ist historisch gewachsen. Es ist im Mittelalter sind die Genossenschaften gegründet worden, zum Beispiel Beerdigungsgenossenschaften, es damals gab. Und dann hat man im Mitte 19. Jahrhundert hat man die moderne Form daraus gemacht als Genossenschaft. Und aus dem heraus ist die EBEL entstanden, die EBEL-Genossenschaft entstanden für Stromversorgung für die Region Liestal und Umgebung. Das ist der Zweck der Genossenschaft. Der Sinn von Genossenschaft ist einfach, einander zu helfen, oder? Okay. Also gemeinnützig. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Migros anschaut, denke ich, ursprünglich war der Zweck, dass arme Leute auch Sachen kaufen können, oder? Und überleben. Da bin ich ein bisschen überfragt bei dieser Frage, ehrlich gesagt. Ja. Direkter Zweck von der Genossenschaft. Ich würde sagen, keine Ahnung, direkt Ware an einen Kunden bringen in Bezug auf Lebensmittel. Keine Ahnung, ich kann es nicht direkt so sagen. Ja, eben, eine Gemeinschaft, die gemeinsam Ziel verfolgt, vermutlich. Aber ich weiß es nicht wirklich. Da kann verschiedenste Zwecke haben. Sehr häufig hat man Genossenschaft, gibt es eine Genossenschaft bei Leuten, die irgendetwas für einen non-profitablen Betrieb, also auch nicht der Zweck ist, eigentlich Profit zu wirtschaften, sondern den ideellen Zweck zu verfolgen. Jo, der Allgemeinheit dienen, nehme ich an. Ich glaube, es unterscheidet sich nichts. Es ist
jede Genossenschaft auf dem gleichen Prinzip aufgebaut. Die einen, die das ausgeprägter leben, die anderen weniger ausgeprägt. Die Ebel tut sehr ausgeprägt leben. Aber grundsätzlich unterscheidet sich die Ebel-Genossenschaft nicht von anderen Genossenschaften. Ich kenne die Wohngenossenschaft Kannenfeld. Andere. Keine konkrete sonst. Ja. Migros ist, glaube ich, eine, meinte. Das ist ein Migros-Genossenschaftsbund. Was haben wir noch? Sonst kommt mir gar keinen in den Sinn im Moment. Ja, also die Migros-Genossenschaft zum Beispiel ist eine. Sagt mir gerade jetzt, wüsste ich gar keinen. Ja, mein, wenn ich sage AG und GmbH, dann gibt es so sehr viel. Migros Immobilien, zum Beispiel ich wohne in einer Genossenschaftswohnung. Also einfach so Wohnsiedlungen, wo weniger Miete musst zahlen und für Leute, die vom Ausland kommen und so. Es gibt Wohngenossenschaften, einige in Basel, soviel ich weiss, wo es schon länger gibt. Das ist, glaube ich, ein bewährtes Modell. Zeitlang in den 70er Jahren hat es Restaurants gegeben, die Genossenschaften geworden sind oder so Kooperationen, aber das hat sich vieles wieder aufgebaut. Mobiliar. Sonst kommen wir jetzt gar keine spezifischen. Das sind Raiffeisenbank. Ja. Volk. Migro. Ich meine, Migro ist ja eine Genossenschaft, Coop ist genauso eine. Also die Ebel hat gewaltige Vorteile, als die Genossenschaft ist. Aus diesem Grund fördern wir die Genossenschaft auch. Die Ebel ist dank der Genossenschaft sehr stark verwurzelt im Versorgungsgebiet durch die Genossenschaften. Die Genossenschaften, die 17'000 wählen Delegierte, die 230, glaube ich, Delegierte. Und die Delegierten wählen dann den Verwaltungsrat. Dann ist ein sehr grosser Vorteil der Gewinn, den wir erwirtschaften, bleibt der Firma. Und die Ebel kann nicht übernommen werden. Wir müssen also keine Abwehrkämpfe machen für eine eventuelle Übernahme. Eine Genossenschaft kann nicht übernommen werden. Und der grosse Vorteil ist, ich glaube, es löst sehr grosses Vertrauen aus gegenüber unseren Kunden, die wir vor allem in der Westschweiz feststellen. Die Elektra Basel Land wurde am 27. November 1898 als Selbsthilfeorganisation mit dem Ziel gegründet, die elektrische Energie auch im Baselbiet mit privater Initiative zu nutzen. Nicht das schnelle Geldverdienen stand im Vordergrund, sondern der Aufbau einer Stromversorgung zum langfristigen Nutzen der Genossenschafter und der Kunden. Bereits 1920 schloss die EBL zur Deckung der Nachfrage Lieferverträge mit dem Elektrizitätswerk Aarau und dem Elektrizitätswerk Olten-Aarburg ab. Ende der 30er Jahre begann dann schließlich der Umbau von Freileitungen aufs Kabelnetz. Schon bald konnten mehrere Gemeinden direkt mit Strom versorgt werden. 1992 stieg die EBL ins Wärmegeschäft ein. Sie hat sich somit von reinem Stromversorger zu einem Energiedienstleistungsunternehmen gewandelt. Knapp 10 Jahre später gründete die EBL zusammen mit verschiedenen Partnern die EBLcom AG, um im Baselbiet in den Markt für Telekommunikation einzusteigen. 2004 gründete die EBL zusammen mit weiteren Partnern die Geopower AG und beteiligte sich somit als zweitgrößter Aktionär am weltweit ersten Geothermieprojekt, um Strom und Wärme aus der Erde zu gewinnen. Ein Jahr später gründete die EBL gemeinsam mit der IWB die Biopower Nordwestschweiz AG. Diese gewinnt mit der Vergärung von organischen Reststoffen erneuerbare Energien. 2008 wurde die EBL-Com mit der ACTV und der Videolaufen zur EBL Telekom fusioniert und in die EBL als Geschäftsbereich integriert. Außerdem übernahm die Elektra Basel Land die Firma Gerster Co., welche nun als EBL Wärmesysteme einen eigenen Geschäftsbereich bildet. Ein neues Projekt, den Bau des Solarkraftwerks Puerto Herrado 2 in Spanien, wurde letztes Jahr gestartet. Dazu erfolgte der Markteintritt der EBLD Schweizstrom GmbH in Baden-Württemberg. Heute ist die EBL seit über 110 Jahren ein bedeutendes Unternehmen aus Liestal, das ca. 250 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bezieht den Strom überwiegend von der Alpig, vom Wasserkraftwerk Bisfelden und vom Wasserkraftwerk Augst. Neben Strom bietet die EBL auch Dienstleistungen der Telekommunikation an. Sie stellt den Kunden moderne Telekommunikationsnetze zur Verfügung, wie Telefonie, Internet, Radio und Fernsehen.
Dazu bietet sie Wärmelösungen von individuellen Wärmesystemen für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Firmen und Gemeinden an. Zusammenfassend ist die Genossenschaft Elektra Basel-Land ein zukunftsorientiertes Unternehmen, welches sich für einen sparsamen Umgang mit der Energie einsetzt, um die Umwelt zu schützen. Sie versorgt täglich mehr als 200.000 Menschen mit Strom, Wärme und Dienstleistungen der Telekommunikation.